Hier möchte ich euch mal ein so eine Valenz Richtung Y-Koordinate, nicht Richtung X oder Z. Da gibt es ja 30 Millionen Blöcke hoch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Achse gebe, TP, mein Name, ich bin jetzt bei 32, gehen wir bei jetzt 200 und minus 379, mit ich hier bin ich jetzt dann, das ist ja Schnee, bisschen, also hier schneit sich ganz normal auf Höhe Y-Koordinate von 200, aber irgendwie müsste ich hier nicht mehr schneien, weil die Wolken unten drunter sind, dann dürfen es eigentlich nur aus den Wolken heraus schneien. Normal. Diesmal mache ich mal die, nein, nicht meinen Spieler da nochmal, sondern 32, wirklich auf 1000 hoch und minus 378. Hier ist der Schnee auch noch relativ normal. Jetzt gehe ich auch wieder auf 10.000 Blöcke. 10.000. Und hier auf 10.000 Blöcken. Der Schnee ist noch relativ normal. Auch auf 10 Höhe Y-Koordinate 10.000. Jetzt gehe ich mal auf. Jetzt 100.000. Diesmal hier, das ist 23, das ist ein Minus. Das ist ein Minus, also Minus davor setzen. 32, 100.000, 377. Hier sieht man schon eine leichte Veränderung. Der Schnee fängt an zu ruckeln. Also 100.000 Blöcken. Jetzt 1 Million. Minus 377. So. 1 Million Blöcke. Die Schneeblöcke, die Schneeflocken werden jetzt deutlich ruckeliger. Und außerdem sind das keine Schneeflocken mehr, sondern irgendwie diese Schneeplatten sind daraus geworden, bei 1 Million Blöcken Höhe. Das wird aber noch extremer. Und dann jetzt gehen wir auf 32. Und 10 Millionen. 10 Millionen, da sieht es noch viel heftiger aus. 10 Millionen sieht richtig lange Stangen sind das. Die Schneeflocken auf Y-Koordinate 10 Millionen. Aber das wirkliche Ende ist bei einer Zahl, die ich jetzt gerade nicht sagen kann. Die muss ich erstmal hier im Rechner herausfinden. Und zwar ist das ja was mit der Binärzahl. Da ist die Zahl 2 147 Millionen. 2 Milliarden 147 Millionen. Kurz die Zahl nochmal herholen. 483.000. Und dann 648. Das ist 2.147.483.648 als Y-Koordinate. Warum so eine krumme Zahl? Und jetzt noch die Z-Achse. Die lasse ich auch noch bei 3. Minus 377 hier. Hört sie nämlich auf. Also hier sieht es ganz komisch aus, weil hier hört. Weil hier hört der Schnee auf, bei der Y-Koordinate, die ich eben gesagt habe.
So sieht es dann aus. Bei 2.147.483.648. Und hier ist richtig lange Stangen. Und man würde 10 Monate brauchen. Also jetzt so ein Fall würde man 10 Monate brauchen, bis man am Boden ankäme. Das ist natürlich sehr heftig. 10 Monate würde man nach unten benötigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, teilen und abonnieren.